Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Citybus Managers mit mir, der Marc. Heute am Montag, mein Gott. Ja, neue Woche, neues Glück. Ich fange heute auch mal wieder spät an. Was heißt spät an? Wir haben es jetzt 19.07 Uhr. Ja, war ein langer Tag. Was heißt langer Tag? Ist auch wieder dummes Gelaber. Ich habe heute Morgen. Und bin ich aufgestanden, 7 Uhr, halb 8, irgendwie sowas. Ist für einen Sonntag schon, für einen Samstag schon früh, außer ich muss arbeiten, dann stehe ich natürlich früh auf, ganz klar. Aber heute dann, also Wetter war heute echt Bombe, muss ich ja sagen, wie es war. Also heute echt strahlend blauer Himmel, Sonnenschein, leichter Wind, angenehme Temperaturen. Natürlich war auch noch warm, gar keine Frage. Aber im Großen und Ganzen war es trotzdem gut, muss man sagen. Ja, wir machen weiter. Kleine Runde Citybus. Kurz gucken. Fürs nächste Update wurde auch schon einiges voraussetzt. Jetzt habe ich natürlich Discord wieder geschlossen, war klar. Fürs nächste Update kommen mehr Depots. Hier, was ich schon im Bereich schon mal vorgeschlagen habe, hier zu sagen, welche Busmodelle wo stehen sollen, das soll kommen. Ach komm, wir öffnen Discord einfach nochmal. Ist ja auch egal. Dann können wir euch, kann ich euch nämlich jetzt gleich mal mit sagen, was das alles beinhalten soll. Dann nehmen wir mal das hier. So, wusstest du schon. Citybus Manager. News. Das Content Update 4 ist jetzt für alle auf 7. Ja, das ist ein Content Update 4. Das ist egal. Basierend auf dem Feedback wird das nächste Update folgendes beinhalten: mehrere virtuelle Depots auf der Karte platziert werden können. Vereinfachen von Tanken, Waschen, Filterung und Sortierung der Busse im Fuhrpark, in der Fuhrparkübersicht Stellplätze zuweisen. Bevor wir damit beginnen, werden wir vom 20. Mai bis zum 20. Juni eine Sommerpause einlegen, sodass das Update dieses Mal etwas länger dauern wird. Wir bitten um Verständnis. Ja. Ich muss mal eben hier Discord wieder schließen, sonst klingt das vielleicht gleich im Hintergrund auf. Tut's aber nicht, habe ich nämlich schon geschlossen. Ich habe mitgedacht, heute Morgen, Samstag, Sonntag. Und wie sieht's Montag aus? Auch noch Bombe. Perfekt. Schön. So, das Service Center füllt sich auch wieder mit Leuten. Hatten das auch schon mal voller. Ich weiß jetzt nicht, ob wir auf der Information, dass wir bald mehr Depots haben, irgendwas anders machen sollten. Überlege ich gerade, aber theoretisch macht das eigentlich auch gar keinen Sinn. Hätte ich jetzt so gesagt. Das läuft ja.
performen die Linien denn allgemein so? Oh. Da müssen wir zwar zeitlich noch ein bisschen was tun. Aber sonst performen die alle eigentlich ganz schick. Da tüllen wir erstmal irgendwas hier rein. Hier an die dran, hier hoch, hier rüber bis nach hier hin, bis hier hin oder so. Sechshunderteinundsechzig Touren die Woche. Schick. Ah, genau, mit Schiff können wir jetzt Wegpunkte setzen. Nee. Theoretisch, wenn das so eigentlich ganz gut geht, brauchen wir so auch eigentlich keine Wegpunkte, hätte ich gesagt. Ja, gefällt mir. Wie sagte einer, wir müssen ja auch nicht an jeder zweiten Laterne halten. Ab und zu kommt mir das aber schon so vor.
als würden wir das tun. Naja, mein Gott. Eine Einbahnstraße vielleicht. Kosten rein, so mir geht mir ein Tisch auf den Sack. So wie ich das haben wollte. Jo. Wenn die Linie sich nahe nicht rentiert, fliege ich die wieder raus und abschlecken. Wir können ja auch immer nur ein bisschen rum experimentieren, was an Linien geht, was Sinn macht. So, theoretisch hätte ja aktuell nichts anderes, anstatt dass wir ein bisschen rum experimentieren. Wo wir was haben wollen, wie wir was wollen. Immer fuck die. Jo, besser. Jetzt müssen wir noch mal geschafft haben hier. Acht. Was ist das? A, R, X, S, E, L, Weg.
auch so lange Namen hier. L-A-N-G-O B-A-R. Ha, passt. Dann lassen wir auch dieses diese komische Farbe. So, jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Aber mit dem Wichtigsten machen wir morgen weiter. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr zuschaut. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Okay. Tschüss. Oh.